Mahlzeit. Schicke Barriere, die dort glitzert. Habe ich irgendwo so schon mal gesehen in der Art. Ich frage mich, wenn man tauchen könnte. Nee, das ist eine Kugel. Natürlich kann man nicht unten reintauchen. Aber ich habe immer so die Vision, da einfach ein fettes Stück rauszuschneiden und durchzuschlüpfen. So, ab über einen Stein. So, da liegt auch noch ein bisschen Holz rum. Ja, ziemlich leer hier, würde ich mal sagen. Entweder hier war schon mal jemand und hat die ganze Erfahrung abgesagt, oder hier haben einfach keine Viecher Bock zu leben. Wobei, zumindest Schildkröten hätten sie hier ruhig ein paar hinsetzen können. So, ich glaube, jetzt kommt die Höhle, für die ich die da hinten beim letzten Mal gehalten habe. Und zwar die Höhle voller Goblins. Ah, da stehen schon ein paar. Die sind gut getarnt, weil gerade alles in so ein grünlich-bläuliches Licht getunkt ist. Aber das wird sie nicht davor bewahren, von meinem Bogen getroffen zu werden. Vor Goblins muss ich in Gothic 3 ein bisschen mehr in Acht nehmen. Warum? Weil es auch Goblin-Schamanen gibt. Jawohl. Ba-ba-ba. Sehr gut. Ja, da kommen noch ein paar aus der Höhle rausgejoggt. Zack. Alter. Die sehen so gemein aus. Die sehen viel fieser aus als in Gothic 2. In Gothic 2 hatten die auch so einen grimmigen Blick, aber die hatten nicht so einen fiesen Blick. Versteht ihr? Zack. Und... jawohl. So, ist auch schön verdreht. Ja. Gespickt mit Pfeilen und verdreht. So, da latscht nochmal einer zurück zum Höhleneingang. Der andere steht weiter. Schmiere, jetzt haben sie mich entdeckt. Kein Problem. Jetzt kommt der Radfahrer. Jungs, warum denn dieser Seitwärtsschritt? Macht er Synchrontanzen oder was geht ab? Zack. Da komme ich treff voll von vorne rein, aber der Pfeil steckt einfach quer drin. Ja. Ja. Gut. Gebratene Wanze, Waldbeere, Goblin, Gold. Ja, Goblins haben wir gerne immer so ein paar Münzen dabei. Denn Goblins lieben alles, was funkelt. So wie Gnome auch in Risen. Alles, was klein ist und funkelt und irgendwie wertvoll aussieht, ziehen sie ab. Darum haben sie auch die Goblin-Statue von Daron in Gothic 2 abgezogen. Klein Frechdachse. Dafür lasse ich sie erstmal glibbern wie Wackelpudding. Boah, voll schön über die Schulter drüber. Kann man machen, muss man natürlich nicht, aber ändert nichts daran, dass man es kann. Hey! Was erlaubst du dir? Sehr gut. Hi. Oh, guck mal, hier eine Wanze. Eine Fleisch. Wanze. Und zack, exzellent. So, da kommen schon direkt die nächsten Jungs raus. Die sind so frech. Die warten alle mit dem Höhleneingang, bis ihre Kumpels abgeschlachtet wurden. Und dann kommen sie. Alter, ist hier eigentlich Versammlung des Fleischschwanzenrates oder was geht da? Oh ja, ich erinnere mich. Hey! Du Bastard, du hast die Fleischschwanzen umgehauen. Ich glaub mir meine Erfahrung. Jürgen. Ich habe Jürgens Erlaubnis, Fleischschwanz zu töten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf dich auch zutrifft. Ja, sehr gut. Aua. Ach komm, jetzt genug hier mit dem Bogen. Ist zwar echt auch geil, macht Bock, aber ab und zu habe ich auch Bock auf Schwert. So, schön während des Gehens die eine oder andere Keule rein. Und F5. Und dann will ich mal mit dem Assassinenmesser weitermachen. Kann ich eigentlich eine Fleischschwanze vergiften? Das wäre geil. Ja, die stirbt halt schon mit einem Stich drum. Sieht man nicht, ob sie vergiftet wurde. Aber den hier kann ich vergiften. Ja, sehr gut. Grünes Monster, grüner Lebensbalken. Versteht ihr? Das ist kein Zufall. Das muss so sein. Oh, scheiße.
wenn ich seinen Bruder noch abstechen wollte. Holt er schon zum Hieb gegen mich aus und trifft auch noch. So, der sollte jetzt so weit vergiftet sein, dass er echt direkt bereits abkratzt. So, und genau das passiert auch. Ich glaube, einmal vergiften reicht noch nicht. Bei der geringen Schaden, bei dem geringen... Oh, Alter, hier ist echt noch eine Versammlung. Habe ich noch eine Flammenwelle? Wäre nämlich ganz lustig, die hier mal in der Höhle loszulassen. Schönen Flächenbrand entfachen. Oh, Jungs, so doch nicht. So nicht. Da, Blitzschlag ist eher langweilig. Boah, what the fuck? Ah, ne. Ich dachte, ich hätte 7 Eiswellen, aber es nur, weil ich es auf dem Quickslot Nummer 7 habe. Schade. Okay, kein Problem. Ja, im Prinzip alle. Ah, der wäre wahrscheinlich am Gift so noch krepiert, aber. Naja, was soll's. Fleischwanzen kill ich alle auf dem Rückweg als Belohnung. Dann kann ich auch noch lecker. Fleischwanzen. Oh Gott, ey, wie süß die animiert sind. Die Wanzen. Alter, die ist umgekippt da hinten. Habt ihr das gesehen? Wahrscheinlich, weil sie getroffen wurde von einem Goblin. Kollision mit Goblin-Keule. Jo, Alter, haben wir es dann mal. Ist mir viel zu blöd hier. Ich kann auch wieder einen Bogen auspacken. So, oh, hey. Gewieft! Gewiefter kleiner Bastard. Der weiß genau, wie er sich drehen und ducken muss, dass ich meine Pfeile nicht... Die zischen an ihm vorbei. Versteht euch? Ihr müsst euch so einen kleinen, gewieften Goblin vorstellen, der mit so fiesem Blick immer so duckt und wegrollt und zur Seite meine Schulter wegzieht. Zack, Seite... So. Kopf zur Seite wegdreht, etc. Er ist klug, der weiß ganz genau, was er machen muss. Oh, Alter, ich komme langsam schon ins Meer rein. Aber auch schade, dass die Viecher in Gothic 3 nicht schwimmen können. Da steht ja ein starker Kontrast dazu, dass in Gothic 1 und 2 wirklich jedes verdammte Viech, was noch nicht mal mit Wasser in Berührung kam, normalerweise eine Animation hatte. Und zwar nicht nur einfach nur plumpe Schwimmanimationen, die bei jedem gleich waren. Nein, jedes Vieh schwamm anders. Lurker schwamm ganz anders als ein Scavenger. Denn Scavenger schwamm eher wie so eine Ente im Wasser. Lurker eher wie eine Schlange. So, zack, Schwert raus. Ja, soll ich jetzt eine Eiswelle drüber jagen? Ich schau mal, wie viele. Aber ich, hey, ich glaube. Steh Aufschlag. Ich glaube, dass eine Eiswelle hier in Gothic 3 gar nicht alle erfasst. Oh, ein Oger. Alles klar. Nee, das ist noch eine Nummer zu groß hier. Ich kehre einfach mal wieder, wenn ich eine Flammenwelle und so weiter habe. Und dann mache ich hier alles platt. Ja, komm. Scheiß drauf. Habe ich halt schon mal ein bisschen Vorarbeit geleistet. Bisschen Erfahrung abgesahnt. Schaut's aus. Oh, das nächste Level ist nicht mehr weit entfernt. Das ist noch 620 Erfahrungspunkte entfernt. Kein Problem. Wird vielleicht sogar noch hier am Strand erreicht werden. Wenn nicht, dann bald darauf. Auf dem Wege nach Captain. Captain. Kapdun ist ja im Prinzip eine Stadt am Strand. Kapdun. Captain. Klingt ziemlich ähnlich. Captain klingt wie eine Abkürzung für Kapdun. Die Wellen hier. Es waren einfach so verschiedene Texturschichten, die sich übereinander schoben. So, im Gegensatz zu den Wellen im Gothic 3 Intro, die richtig cool aussehen. Aber dieses Wasser hier war ich 2006 schon richtig schön. Und die Flüsse und Bäche in Gothic 3 haben meiner Auffassung nach bis zum heutigen Tage noch wunderschönes Wasser. So wie dieser Bach hier. Schaut. Ja, muss ich kurz einblenden. Mein Endscreen einfach. Finde ich wunderschön. Ja? Wunderschöner Bach. So, zack, ab darüber. Und ab darüber. Endscreen, könnt ihr euch gerne mal das Video reinziehen, was da drauf verlinkt ist, wie ihr diesen Kanal unterstützen könnt. Übrigens, ja, wollen wir schon davon reden. Vielen herzlichen Dank an ein paar Leute. Ich habe ja versprochen, wer mir ab jetzt auf PayPal was da lässt, außerhalb vom Stream. Weil im Stream kann ich den Leuten ja direkt danken, aber im Let's Play nicht drum. Drum vielen herzlichen Dank und ich weiß es unglaublich zu schätzen an Axel. Dankeschön, Axel. Tobias, vielen Dank auch an dich, Tobias. Und Fabian. Finde ich richtig nett von euch.
wird in Ehren gehalten. So, F5. So, jetzt hier, dieser blöde Lurker. Wisst ihr noch, ist schon wieder ein paar Folgen her, dass ich da abgekratzt mit dem Lurker-Kampf. Ich bin wiedergekehrt, um Rache zu nehmen. Das Viech schauen wir uns gleich mal so näher an, wenn ich es erledigt habe. So, jetzt aber. Das war's mit dir, du Mistvieh. Ja, es hat schon auch eine ziemlich bekloppte Fresse. Man hat das schon, die Beklopptheit aus Gothic 1 und 2 versucht nachzubilden. Weiß ich zu schätzen, ey. Und so schöne, scharfe Texturen. Es ist unverkennbar ein Lurker, auf jeden Fall, ne? Wurde sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Auch die Zacken auf dem Rücken und so weiter. Nicht schlecht. Gold, Schnaps, Rohstahl. Hey, ich bin jetzt schon ein reicher Mann, so viel wie ich hier absahne. Ich bin absolut reich hier, versteht ihr? 454 Gold. Ist nicht so reich, meiner. Wartet ab. Bald schon werden es 100.000 Gold sein. 100.000 ist in Gothic 3 wirklich keine allzu große Seltenheit. Schöne Schildkröte. So, das ist nochmal ein Lurker. Ich weiß, ich habe in meinem Gothic 2 das Blatt, ich auch gesagt. Hey, wartet ab. Ich will die 100.000 Gold knacken. Hat dann nicht ganz so gut geklappt. Ah, Gothic 3 können wir gar nicht vergleichen. Gothic 3 bedeutet ewiges Wachstum für mich. Immer weiter und weiter und weiter und weiter. Noch besser, noch höher, größer, schneller. Das heißt Gothic 3 für mich. Hä? So, wo ist er jetzt? So spiele ich das. In Gothic 3 gibt es nämlich kein Verskillen. Es gibt kein Limit. Es gibt kein sich entscheiden für einen Weg. Also in puncto Skill, in puncto Story schon. Nein. Alles. Alles. Und für diese Unausbalanciertheit liebe ich das Spiel. Ich bin richtig froh drüber, dass wir da nicht fertig geworden sind mit dem Balancing. Weil für mich muss das so sein, wenn ich Gothic 3 zock. Ich will wirklich so ein übermenschlich stark werden in diesem Spiel. Ich will ein Halbgott sein. Ich find's geil hier. Es wird quasi nie erwähnt, aber du bist ja so ein bisschen Erwählter eines Gottes. Also darfst auch ruhig ein Halbgott sein. Wie du in deinem Auftreten und in deinem Wirken, ja? Muss ja nicht das an die große Glocke hängen. Hey, ich trage Götterblut in mir, ne. Aber es tut mir sehr leid, diese Schildkröten zu killen. Darum kill ich sie gar nicht, weil ich finde, dass die ja wunderschön den Strand schmücken. So, ab darüber. Hier steht eine Truhe, hier wächst eine Waldbeere. Ich wollte gerade sagen, dass ich die Truhe beim ersten Lockerkampf nicht gelootet habe. Vielleicht habe ich sie ja gelootet. Selbst wenn, dann macht das ja gar keinen Unterschied, weil ich bin abgekratzt und seitdem nicht mehr wiedergekehrt. Fackeln sind auch stets ein Geschenk, über das ich mich extrem freue. Also, falls ihr keine Goldmünzen übrig habt, könnt ihr mir zur Not per PayPal auch einfach eine Fackel spenden. Wäre da auch im Video erwähnt zum Dank, ja? Hey. Alter, ja, ganz ruhig. Ich kann ja verstehen, dass ich gerne prügelst und ein bisschen Spaß haben, das habe ich auch nicht so gegen, aber man muss es ja nicht gleich so wahnsinnig übertreiben, wie deiner einer es hier gerade betreibt. Guck mal, wie er zurücklatscht. Und zack. Hey, Alter. Junge! Exzellent. So, hier wandert nochmal irgendwo ein Schicker, aber die ignoriere ich ab jetzt. Ich, in puncto töten, ich betrachte sie. Es ist wie ein Wildtier, ich bin quasi auf Safari. Auf Schildkröten-Safari. Oh, warte mal, kann ich mich schon verwandeln in eine Blutfliege? Weil dann könnte ich sie mal ganz aus der Nähe betrachten. Es gibt ja auch Verwandlungstränke in Gothic 3, was ich hieran sehr cool finde. Aber eine Blutfliege kann ich mich gerade nicht. Oh, Alter, jetzt warte ab. Tier, ich will versuchen, Tier zähmen, Schildkröte zu zähmen. Aber ich weiß nicht, ich habe kein Tierzähmen mehr, scheiße. Aber muss ich unbedingt Schildkröte oder Fleischwanze zähmen? Mal gucken, ob die mir dann hinterher rennen. Finde ich auf jeden Fall delikate Angelegenheit. Könnte ich mir eine Suppe draus kochen oder Fleischwanzenragout. Das wäre quasi mein Notproviant. Aber auch ziemlich gemein. Fängt das Tier irgendwann an, mich zu lieben und dann
Zack, du landest in der Suppe. Boah, das war ein epischer Kill, wie der mich gerade noch angrapschen wollte. Mit seinen glibberigen Fingern so voll übers Gesicht streichen. Dann zack, Pfeil in die Brust. So wie es dem jetzt auch gleich ergehen wird. Ich finde die Sonnenring-Effekte ziemlich cool, aber manchmal stören sie mich beim Zielen. Wenn die Sonne gerade so steht. Und Ratsch. Oh, schade. Da habe ich mich zu cool gefühlt. Ne? Ich dachte, das ist der letzte Schuss, aber es war nicht der letzte Schuss. Übermut. Ich komme wie... Ich bleib bei jeder Schildkröte stehen und gaff sie an. Oh, die Bandit, die kill ich später. Das war auch aus irgendeinem Lied. Wo war denn das her? Ich weiß gerade nicht mehr. Entweder irgendeine Oper oder irgendein so ein Mittelalterlied. Ich weiß nicht. Irgendso. Genau. Es gibt so ein Lied von den Streunern. Das heißt Die Hexe. Wunderschönes Lied. Wenn ich dran denke, verlinke ich es in der Beschreibung. Wenn ich es nicht verlinke, dann erinnert mich gerne in den Kommentaren dran. Die Hexe. Aber natürlich könnt ihr auch selber suchen. Jeder, der nicht vollkommen faul ist, kann in YouTube Die Streuner, Die Hexe eingeben. Wirklich ein sehr schönes Lied. Zack. Ey, ja, bam. Ich liebe es auch, wie diese Mana-Pflanzen richtig blau leuchtend rausstechen. Wenn der eine Hirsch flieht, hat sein Kollege noch keinen Wind davon bekommen, dass ich mich näher, dass ich mir Asgard zunutze mache und ihn kaltblütig aus dem Leben reiß. Hirsch, zweimal erhalten. Vielleicht habe ich auch einen ganzen Hirsch einfach. Ah ja, der Bauernhof. Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt die Folge mit der Abstimmung noch nicht mal veröffentlicht. Das heißt, ich weiß noch nicht, wie ihr abgestimmt habt, aber keine Sorge. Wenn ich das nächste Mal nach der Veröffentlichung da dann aufnehme, ich werde mir Abstimmungsergebnisse reinziehen und dann werden wir schon sehen. Hungrige Wölfe sogar, ja. Aber Achtung, hungriger Wolf jagt besser, ne? Drum ist bei der Bekämpfung dieser Exemplare besondere Vorsicht geboten. Oh, Alter, irgendwas stimmt doch mit denen nicht. Guck mal, die sehen anders aus. Oder ist das Absicht, dass das Mesh bei denen anders ist, dass die dürrer aussehen? Weil es fehlt irgendwie dieses Flauschige, was die Risen 1 Wölfe und somit die ganzen Wölfe auch in diesem Spiel normalerweise haben. Dieser erdige Look hier ist absolut traumhaft. Wunderschön. So, ein hungriger Wolf nochmal, ja. Ich glaube, die sollen einfach so aussehen, um auch Diversität ins Spiel zu bringen. So. Hungrige Wölfe sehen einfach ausgemagerter aus, so schön, ne? Ausgemergelt, dürr. Nichts auf den Rippen. Level up! Exzellent. So, halt. Den will ich gerne mal vergiften. Ja, oder halt auch nicht. Ja, hey, lieber nicht. Jetzt keinen Scheiß bauen. Das kann... Bei Gothic 3 jederzeit in der letzten Sekunde noch mal ins Auge gehen. Drum wollen wir es da mal nicht übertreiben. Kra! Habt ihr gerade Krähe gehört? So, zack, hier, sehr schön. Krähen sind auch sehr intelligent. Wir hatten es ja beim letzten Mal von intelligenten Tieren. Krähen sind auch sehr intelligente Tiere. Vögel, ne? Ich glaube, das weiß jeder, aber trotzdem. Raben, Vögel im Allgemeinen sind sehr intelligente Tiere. Darunter fällt ja auch sowas wie eine Elster oder ein Eichel her. Nicht nur die ganz schwarzen wie Rabenkrähen oder Kolkraben oder Aaskrähen, nein. Auch Eichelher, Tannenher, übrigens wunderschöner Vogel. Ich habe noch nie in meinem Leben, glaube ich, einen Tannenher gesehen oder wenn dann nur einmal. Ich weiß aber nicht mehr sicher. Ich glaube, einmal beim Schulausflug einen gesehen zu haben. Aber ich weiß nicht sicher. Und die sehen wunderschön aus. Die sehen extrem mystisch aus. Googelt mal Tannen her. So, der Bursche, der hier rumsteht, hat wohl keinen Bock auf Kapdun und hat es hier auf dem Land zur Ruhe gesetzt. Der Jens. Reisende sind selten geworden, seit die Orks hier sind. Hast du dich verlaufen oder bist du auf dem Weg ins Dorf? Weder noch. Welches Dorf? Also doch verlaufen. Wenn du auf dem Weg weiter Richtung Küste folgst, kommst du nach Kapdun. Und was gibt es dort? Das, was es heutzutage überall gibt. Orks und Söldner. Wenn du Glück hast, findest du dort vielleicht Arbeit.
Boah, Junge. Ich kann auch einfach ein paar Banditen abschnetzen, kommen wir auch zur Kohle. Zeig mir. Jens der Jäger. Ja, in Gothic fangen die Leute häufig mit denselben Buchstaben an, mit dem auch ihr Job anfängt. Hirschleder. Kann ich mal Schuhe draus machen. Schöne, elegante Schuhe, braune. Was machst du hier? Ich bin Jäger, aber die Zeiten sind schlecht. Zu viele Wölfe, zu wenig Wild. Zum Glück machen mir die Orks einen sehr guten Preis für die Wolfsfelle. Kannst du mir beibringen, wie man jagt? Klar kann ich das. Aber was habe ich davon? Was verlangst du? Bring mir 10 Wolfsfelle, die ich verkaufen kann. Die Orks in Khab Dûn haben Massen davon. Der Kopf von dem. Zeige ich dir, wie man jagt. Zack, manchmal wird er dicker, manchmal kleiner. Fälle für Jens, den Jäger. Ja, gut, das heißt, ich muss ein paar Fälle abziehen. Habe ich schon ein paar? Crawlerplatte, ja, geil. Crawlerplattenrüstung. Zack, merkt keiner. Will ich ja noch absahnen, gell? Jagdbogen. Dann haben wir hier noch Leckeres drin. Trank gegen Krankheiten. Nichts zu holen. Ja, komm vor. Erstmal so Regentonne saufen. Aber ja, am liebsten. Oh, hi! Tut mir irgendwie schon fast leid, aber wenn du dich so demonstrativ darbietest, dann willst du es. Ja. Und das wissen wir beide. Also stell dich nicht so an. Eine Sense. Und ich liebe es, dass ich sie nehmen kann. So muss es sein. Zack. Da sehe ich mir sogar extra die Aufklaub-Animation an, wie in alten Tagen. Weil ich es so sehr genieße, sie nehmen zu können. Ne? Jens, okay. Jens der Jäger, ich werde dir deine Felle bald bringen, aber... Wie er schon gesagt hat, die liegen in Khab Dûn rum. Das heißt, da muss ich erstmal ein bisschen klauen. Und da werde ich dann hoffentlich auch meinen... Oh, da sind noch Hungrige. Werde ich dann hoffentlich meinen Dieb finden, von dem ich lernen kann, Schlösser zu öffnen. Scheiße, wisst ihr, was ich vergessen habe? Neulich habe Schlösser öffnen, die Spruchrolle gefunden. Dann habe ich gesagt, cool, damit kann ich die Truhe der Banditen da hinten öffnen. Habe ich sie geöffnet? Nein. Die bei Jacks Leuchtturm, wisst ihr? Ich habe sie nicht geöffnet. So, zack, ab darüber. Beliar! Da hinten ist er, aber brauchst nicht glauben, dass ich jetzt zu dir bete. Deine Klaue habe ich aber beim letzten Mal schon geführt, ja? Beziehungsweise als Rune. Also wäre nicht das erste Mal, dass ich vor dir niederknie. Oh, Knie, oh Gott der Dunkelheit. Schauen wir mal, wie Dinge sich entwickeln. Hi. Ich schon mal hier draußen rumstromer, kann ich gerade alle von den Wölfen mitnehmen. Sehr gut, zack. Klinge raus. Exzellent. Aber noch habe ich noch nicht alle bezwungen, wie es ausschaut. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Was wächst denn hier? Sonnenkraut. Sehe ich doch, dass da irgendwas wächst. Beliar. Ah, ein bisschen versuchend ist schon. Beliar. Es fühlt sich so gut an. Aber das war's dann auch schon wieder. Warum hat der hier so einen Paladin-ähnlichen Schild abgebildet? Vielleicht doch heimlich Innos Fan, hä? Durchschaut. Doch Beliar und Innos hatten lieb einander auf dem Lande Adanos. So geht nämlich die wahre Version. Vatras predigt die gefälschte, um Zwietracht im Volke zu säen. Gesandter Adern aus Gott der Ausgeglichenheit. Wer es glaubt, man? Hotras, der Spalter. Teile und herrsche, das hat der Kerl in der blauen Robe längst verstanden. Du solltest jetzt gehen. Ich glaube, ich tue Vatras hardcore Unrecht, wenn ich solche Gerüchte streue. Weil ich mag den. Ich mag auch seine Predigt. 10-Stunden-Predigt von Vatras habe ich hochgeladen. Gerne bei YouTube eingeben. Könnt ihr zum Einschlafen oder einfach zum Entspannen anhören. Oder auch ansonsten. Wenn ihr irgendwas braucht, was sich immer so gebetsmühlenartig wiederholt, dann zieht euch einfach mal 10-Stunden-Version von Vatras. Oh, mit dem werde ich erst noch reden. Vatras Predigt rein. Hat übrigens schon über 10.000 Aufrufe, was mich enorm freut. Richtig cool, dass es so gut ankommt. Ja, so ein langes Video, ne? Wenn das sich die richtigen Leute reinziehen, dann kommt da schon einiges an Watchtime zusammen. Wer ist das? Oho, ein neues Gesicht. Ich bin Söldner. Mein Name ist Silas. Ich bin... Eine weitere arme Sau, die versucht klarzukommen.
Ich kenne das. Ist bei uns allen gleich. Melde dich bei Bufford. Vielleicht hat er Arbeit für dich. Wenn ich Glück habe, bekommst du meinen Job. Warren Bufford oder wie schaut's aus? Wer ist Bufford? Er ist ja der Chef. Zumindest von uns Söldnern. Also, wenn du nicht gerade ein Ork bist und zu Uruk gehörst, ist er deine einzige Chance, hier ein Bein auf die Erde zu kriegen. Du findest ihn am Ende der Hauptstraße. Er steht meistens vor seiner Hütte. Verstehe. Was machst du hier? Ich muss hier auf die Sklaven aufpassen. Vor kurzem ist einer von ihnen abgehauen. Seitdem dürfen wir die Sklaven keinen Augenblick unbewacht lassen. Junge Mann, die Sklaven gehören zu deinem eigenen Volk, die diese versklaven nicht. Was gibt es in der Stadt? Stadt? Kapdun ist viel, aber sicher keine Stadt. Hier gibt es nicht mal eine ordentliche Kneipe. Aber wenigstens bekommt man hier Arbeit. Du wirst schon zurechtkommen. Alles klar. So, wisst ihr, was ich sehr gern mag? Dass hier richtig die Späne runtergeraspelt werden beim Sägen. Boah, die armen Sklaven, Mann. Schon mal den krummen Rücken von dem Mann. Kann mir keiner erzählen, dass der Boah, der geschundene Rücken. Voller Striemen. Der wurde ausgepeitscht, der Arme. Besser, du gehst weiter. Sonst ja, irgendwie kann ich mich nicht richtig mit reinem Gewissen den Orks anschließen. Zieh ich mal rein, was sie getan haben. Dem Volk der Menschen, meinem Volk an. Jetzt werde ich schön in Ruhe was rauchen. Ja, Mann, das sei dir gegönnt. Geh jetzt besser. Besser, du gehst weiter. Oh, sonst ausgemerkt. Kriegen wir noch Ärger. Ausgemerkter Bursche, der Arme. Ich bin beschäftigt. Du solltest jetzt gehen. Geh lieber, sonst kriegen wir beide noch Ärger. Ich bin beschäftigt. Der hat zwar ein bisschen mehr auf den Rippen, aber die tun mir schon sehr leid, wie sie hier geknechtet werden. Naja. So, wie heißen denn die Wachen? Mürrischer Krieger. Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Ich brauche Ruhe. Irgendwie sind alle Ork-Krieger mürrisch. Mach hier keinen Ärger. Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. So, Grobok. Tja, was willst du, Morra? Da rein. Brauchst du irgendwas? Allerdings, Ruhe in dieser Stadt. Mach uns also keinen Ärger. Geh nicht an Sachen, die dir nicht gehören und prügel dich nur mit unserer Erlaubnis. Außer Wolfgang. Ich hoffe, du verstehst mich, Morra. Klar. Klar, ja, so akustisch schon, aber ob ich mich dran halte, ist eine andere Frage. Was ist deine Aufgabe in dieser Stadt? Stadt. Kapdun ist ein verfluchtes Drecksnest. Ich wäre lieber bei meinen Brüdern vor Vengard, der Hauptstadt eures Marionettenkönigs, als hier Wache zu stehen. Ja, Marionette von wem, Alter? Magier oder was meinst du, wer zieht die Fäden? Ich frage mich, was soll dieses Logo darstellen? Ist das ein Drache? Oder was ist das? Coole Fackel auch hier. So, herzlich willkommen in Kapdun. Boah, hier hängen sie runter, die faulenden Leichen, Mann. Was die Orks hier getan haben, war echt nicht übertrieben nett. So, dann schauen wir uns diese Stadt mal an. Wir kriegen beide noch Ärger. Überall. Ich bin beschäftigt. Also Volk einnehmen und alle versklaven. Echt geil. So, hier der erste Assassine. Das Wüstenvolk, das Volk Beliars. Und drum paktieren sie auch mit den Orks, weil beide Beliar anbeten. Hey du, du siehst aus, als könntest du ein paar Goldmünzen nebenbei gut gebrauchen. Ja, wer bist du? Ein Diener Beliars, ein Assassine. Ich komme aus dem Süden, jenseits eurer Grenzen. Ich bin in euer Land gekommen, um den Orks meine Dienste als Sklavenjäger anzubieten. Du versklavst Menschen für die Orks? Das ist eine Arbeit wie jeder andere auch. Erst kürzlich habe ich den Orks sogar einen echten Paladin verkauft. Ja, erzähl mal. Du hast deinen Paladin an die Orks verkauft? Er sitzt oben im Leuchtturm und wird von den Orks verhört. Hier habe ich angemessen Gold für ihn bekommen. Seine Ausrüstung allerdings war nichts wert. Eine kaputte Rüstung, einen wertlosen Kelch und ein bisschen Kleinkram. Ja, den Blechhammer ziehe ich mir mal rein. Was muss ich für dein Gold tun? Einer meiner Sklaven, Harek, dieser räudige Mistkerl, ist geflohen. Ich komme hier nicht weg und brauche jemanden, der mir den Kerl wieder einfängt. Kann ich mir keiner verübeln. Du siehst aus, als wärst du nicht gerade zimperlich. Ich werde mich mal auf die Suche nach ihm machen, aber das heißt nicht, dass ich ihn zurückbringe. Ich fange Harek wieder ein. Wo ist er? Wenn ich das wüsste, hätte ich ihn schon geholt. Ich auch wahrscheinlich ist er noch in der Gegend. Vielleicht hat ihn vor der Stadt jemand gesehen. Das Leben als Sklavenjäger scheint sich zu lohnen.
Hilf mir, dann erzähle ich dir vielleicht mehr darüber. Schauen wir mal. Wo ist die Ausrüstung des gefangenen Paladins jetzt? Bei Urkras. Lumpige 50 Goldstücke hat er bei mir dafür gegeben. Ja, okay, die Sachen des gefangenen Paladins. Hier schon mal das erste Wolfsfell für Jens. Nach denen halte ich jetzt auch mal direkt Ausschau. Klar, können jetzt auch direkt mal einen Sklaven jagen, aber. Also, wie viel Wolfsfell haben wir jetzt? 2 an der Zahl. Quests. Wow. Speziell Freunde. Ortega. Morgen kommen die Jungs wieder. Ich will dich am vereinbarten Treffpunkt sehen. Nimm das Zeug aus der zweiten Truhe mit und hol einen guten Preis dafür raus. Unter 600 Goldstücke pro Stück brauchst du mir gar nicht wieder vor die Augen zu treten. Vergiss nicht, die brauchen das Zeug. Und pass auf deine Nase auf, wenn du sie bescheißen willst. Die machen kurzen Prozess. Ortega. Landgang. Geh wieder handeln. Ich will... Hä, was? Ich will diesmal keinen Ärger, Han. Beim letzten Landgang habt ihr Ortegas Mann Jan schön die Nase zerbeult. Glücklicherweise mochte Ortega den Bastard auch nicht. Sonst hätten wir uns einen anderen Zwischenhändler suchen müssen. Hä, was soll das für ein Dialekt sein? Da ist irgendwie alles miteinander gemischt. Treffen sie einen neuen Mann auf der Steinklippe in der Nähe des Küstendorfs. Das Dorf hieß Adrian oder so. Das ist eure letzte Chance, kapiert? Und Krug, du dämlicher Hund, du musst wirklich an deiner Sauklaue arbeiten. Jedes zweite Wort hast du falsch geschrieben. Das gibt's bei mir auf dem Schiff nicht. Rüdiger, nicht über 500 Goldstücke, das ist es nicht wert. Worum es da auch immer geht, irgendwas mit Schiff, Piraten oder was weiß ich. So. Oh, diese Hütten, das ist so gut gemacht. Extrem gut gemacht. Aus diesem, es gibt früher Pre-Alpha Screenshots von Gothic 3 und da haben sie auch teilweise versucht, wieder diesen coolen, düsteren Look herzustellen. Nur ein bisschen kräftiger, was ich aber cool finde. So. Und wer er hier ist, der da im leeren Topf rumrührt, das erfahren wir beim nächsten Mal. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mögt, dann gebt doch gerne einen Daumen hoch. Ciao.